Der Kurs Wasserbau im sechsten Semester Bachelor, der hat verschiedene Elemente. Vorlesung, Vortragsübung durch Assistierende. Dann gibt es eine Exkursion zu einer aktuellen Wasserbaustelle. Hier und da gibt es auch Lehrmodelle. Das sind physische Modelle im Hörsaal. So ein kompakter Aufbau mit einem Wassertank. Und dann können wir verschiedene hydraulische Prozesse, Strömungen visualisieren und erläutern. Zu diesem Aspekt haben wir auch Übungen im Labor, wo wir an einem Termin alle Studierenden hinführen und ihnen vier Modelle zeigen und sie auch Messungen machen lassen. Ziel ist, das Verständnis für die Prozesse zu steigern, indem man es ihnen zeigt und sie können im wahrsten Sinne des Wortes spüren. Sie können die Finger ins Wasser halten und sie bekommen ein Gefühl für die Strömungen, die im Wasserbau einfach unser Element sind. Wasserströmungen in aller Art, Sedimente, Feststoffe, Schwimmstoffe. Das ist ja sehr komplex zum Teil.